Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch die neuen Bücher aus dem Juli durchgehen. Ich habe wieder ein bisschen Recherche betrieben und habe mir alle Bücher, die für mich in meinem Genre, ich sag mal New Adult Fantasy Richtung, interessant klingen, rausgesucht und die möchte ich euch heute präsentieren. Wie immer gilt, wenn es sich um einen zweiten Band handelt, werde ich euch das sagen. Aber ich werde auch den Klappentext zu Band 2 vorlesen. Bei meinen anderen Videos handhabe ich das normalerweise ja so, dass ich, wenn es sich um einen zweiten Band handelt, dann den Klappentext zu Band 1 vorlese, um nicht zu spoilern. Aber bei den Neuzugängen mache ich das eben anders. Nur zur Info, also wenn ihr dann Band 1 noch nicht gelesen habt und ich erzähle euch gerade was zu Band 2, dann skippt ihr einfach weiter bis das nächste Cover quasi, oder schaltet kurz den Ton ab, bis das nächste Cover eingeblendet wird. Es sind wieder einige Bücher, die jetzt im Juli erscheinen werden, deshalb legen wir direkt mit dem ersten los. Das ist nämlich In jedem Augenblick ein Wir. Das ist der zweite Band der Lullaby University Reihe und auch das Finale gleichzeitig. Also es ist eine Dilogie. Im ersten Band ging es um eine neue Schülerin der University und jetzt geht es um ihre Mitbewohnerin Lou. Perfektionistin Lou tut alles, um ihre düsteren Erinnerungen an eine frühere Beziehung in Schach zu halten. Am besten gelingt ihr das, wenn sie beschäftigt ist und zum Beispiel bis spät in die Nacht für ihr Umweltmanagementstudium an der LBU arbeitet. Bei einem ihrer nächtlichen Arbeitsmarathons trifft sie in der Küche des Wohnheims auf Jasper, der nach dem Tod seiner ersten großen Liebe wie ausgewechselt ist. War er früher immer gut drauf, ist er nun nur noch ein Schatten seiner selbst. Aus ein paar Albernheiten, die beiden gut tun, entsteht ein Plan. Lou hilft Jasper bei den Prüfungsvorbereitungen, dafür zeigt er ihr, wie man ab und zu mal loslässt und das Leben genießt. So wie er es früher immer getan hat. Beim Tanzen im Regen, Hanggliding und Campen im Modoc National Forest kommen die beiden einander näher. Doch beide sind sich unsicher, wie viel ihr gebrochenes Herz ertragen kann. Das Buch erscheint übrigens am 3.7. Und das nächste Buch, das ich euch zeige, erscheint auch am 3.7. Und zwar ist das Wie Träume bluten von Maggie Stiefvater oder Stiefvater. Ich weiß nie, wie man sie ausspricht. Das ist ebenfalls ein zweiter Band der, ich glaube, Dreamer-Reihe. Ich glaube, Dreamer heißt sie. Und die wird aber aus drei Teilen bestehen. Die Dreamer-Reihe ist ja ein Ableger der Raven Boys von Maggie Stiefvater. Und darin geht es um einen Charakter, der schon bei den Raven Boys mitgespielt hat und der persönlich auch von den Jungs mein liebster Charakter war, nämlich um Ronan Lynch, genau so heißt er. Etwas Furchtbares geschieht mit der Quelle, aus der die Träumer ihre Macht ziehen. Sie wird von etwas blockiert und scheint immer schwächer zu werden. Was wird aus Träumern und Geträumten, sollte die Quelle ganz versiegen? Der Träumer Ronan Lynch hat nicht vor, abzuwarten und es herauszufinden, auch wenn ihn das weit wegführt von seiner Familie und dem Jungen, den er liebt. Die Diebin Jordan Hennessy weiß, dass sie nicht überleben wird, wenn die Träumer scheitern. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als in einer dunklen Unterwelt nach dem einzigen Gegenstand zu suchen, der sie am Leben erhalten kann. Für die Jägerin Carmen Farouk Lane wird die Welt immer komplizierter. Sie ist aufgebrochen, um Träumer zu töten. Ich liebe es, neben der Polizeiwache zu wohnen. Jetzt ist die Sirene aus und das Kind wach. Ich liebe es. Ja, machen wir einfach weiter mit dem Klappentext. Für die Jägerin Carmen Farouk Lane wird die Welt immer komplizierter. Sie ist aufgebrochen, um Träumer zu töten, weil sie die Gefahr nun zu gut kennt, die von ihnen ausgeht. Doch jetzt muss sie sich fragen, ob es wirklich die Träumer sein werden, die die Welt zerstören, oder zerbricht die Welt beim Versuch, die Träumer zu vernichten. Am 12.07. erscheint dann ebenfalls eine Reihenfortsetzung. Ignite Me ist, glaube ich, der dritte Band der Reihe. Und dieses Buch ist bereits unter dem Titel Ich brenne für dich erschienen. Also das ist eine Reihe, die ist schon mal erschienen und wurde jetzt einfach neu aufgelegt. Ich habe sie selbst aber auch jetzt erst kennengelernt. Von daher, ja,
Alles sehr neu für mich. Die Schlacht gegen das Retablishment ist verloren. Der Zufluchtsort der Rebellen zerstört. Juliettes Freunde sind in alle Winde zerstreut. Über das Schicksal ihrer großen Liebe Adam ist Juliette im Ungewissen, ebenso über ihre Gefühle für ihn. Und die einzige Gewissheit, die sie noch hat, sie muss das grausame Regime unbedingt besiegen. Doch dazu bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich Warner anzuvertrauen, dem einen Menschen, den sie auf ewig zu hassen schwor und der ihr das Leben rettete. Jetzt verspricht er, an ihrer Seite zu kämpfen, doch kann Juliette ihm vertrauen und was will er wirklich von ihr? 2 Tage später, am 14.07., kommt ein neuer Reihenauftakt bei Moon Knights raus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist die Bright Falls Reihe und der Reihenauftakt heißt Delilah Green Doesn't Care. Klingt auf jeden Fall schon allein vom Namen her super spannend. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle so mitbekommen habt. Das ist mir nur letzt aufgefallen und ich dachte, bin ich der Letzte, der das jetzt irgendwie gecheckt hat, dass Moon Knights Cover momentan irgendwie alle gleich aussehen. Also die sind alle total kunterbunt und übertrieben gezeichnet, sage ich jetzt mal. Mir persönlich gefällt das jetzt nicht so gut, dieses quietschbunte, aber Geschmäcker sind ja verschieden und im Endeffekt kommt es ja immer nur auf den Inhalt an. Delilah Green hat sich geschworen, nie wieder nach Bright Falls zurückzukehren. Mittlerweile lebt sie in New York. Ihre Karriere als Fotografin nimmt langsam Fahrt auf und ihr Bett ist niemals leer. Als ihre Stiefschwester Astrid sie mit einem dicken Scheck lockt, ihre Hochzeit zu fotografieren, wirft Delilah ihre Vorsätze über Bord und macht sich auf in das verfluchte Städtchen, das sie einst ihr Zuhause nannte. Bei den Hochzeitsvorbereitungen trifft sie auf Claire Sutherland, eine von Astrids hochnäsigen Freundinnen. Dabei stellt Delilah fest, dass doch nicht alles so unattraktiv ist in Bright Falls wie zunächst gedacht. Das ist alles so herzerwärmend und witzig, dass wir sicher sind, Bright Falls lässt nicht nur Delilah, sondern auch dich nicht mehr los. Im Juli erscheint dann auch endlich der 2. Band von Tessa Baileys neuer Reihe. It Happened With You heißt Teil 2 und dreht sich quasi um die 2. Schwester. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hießen. Bellinger-Schwestern, genau. Die erste Schwester wurde ja quasi in Band 1 abgefrühstückt und jetzt geht es um die 2. Schwester. Fox Thornton kennt sich mit Frauen aus. Er weiß, wie man mit ihnen flirtet, wie man sie ins Bett bekommt, wie man am nächsten Morgen geht, ohne Herzen zu brechen. Und trotzdem hat er nicht die geringste Ahnung, was er mit Hannah Bellinger anfangen soll. Sie hat kein Interesse an ihm, was gut ist, da sie als Schwägerin seines besten Freundes ohnehin tabu ist. Aber sie will mit ihm befreundet sein, was wiederum seltsam ist, denn Fox hat noch nie eine platonische Freundin. Er hat auch noch nie mit einer Frau zusammengewohnt, aber als Hannah aus beruflichen Gründen in seinen Heimatort, die kleine Hafenstadt Westport, kommt, bietet er ihr sein Gästezimmer an. Das macht man schließlich so unter Freunden, oder? Und es ist auch ganz normal, wenn man besagte Freundin manchmal so sehr küssen will, dass man nicht mehr atmen kann, richtig? Das Buch erscheint übrigens am 18. Juli. Einen Tag später dürfen wir uns auf die Reihenfortsetzung bzw. das Reihenfinale von The Raven Hood freuen. Der erste Band hieß Vlog, der 2. Exodus und der 3. heißt The Finish Line. Ich habe das Buch ja mit einer Freundin zusammengelesen, bzw. Band 1 und 2 mit einer Freundin zusammengelesen und wir waren uns sehr einig, dass dies eine Buchreihe ist, die verstörend und faszinierend gleichzeitig ist. Also wir sind uns nicht einig, ob wir sie mehr verstörend finden oder mehr faszinierend, aber es ist unterhaltsam, das Ganze zu lesen. Und in Band 2 kam tatsächlich dann auch mal etwas Handlung ins Spiel und wir haben das Ganze dann doch etwas mehr durchblickt. Jetzt sind wir gespannt nach dem Cliffhanger, wie es denn in Band 3 weitergeht. Und da lese ich euch jetzt gerne den Klappentext vor. Trotz der enormen Anziehung steht die Beziehung zwischen Tobias und Cecilia auf unstetem Grund. Tobias tut sich schwer damit, Nähe zuzulassen. Cecilia kämpft wiederum damit, Tobias nach allem, was passiert ist, zu vertrauen. Was sie nicht weiß, Tobias hat gute Gründe für sein Verhalten und diese liegen weit in der Vergangenheit verborgen. Gründe, die ihn schließlich zum gnadenlosen Anführer der Raben haben werden lassen. Gründe, die ihn bis heute wie dunkle Albträume verfolgen und ihn alles kosten könnten, was ihm lieb und teuer ist. Auch Cecilia. Bei Löwe Intens erscheint ein
weiterer zweiter Band. Also wir haben jetzt echt viele zweite Bände heute im Video bisher dabei. Kein Sturm zu nah ist nämlich der zweite Band der Tales of Sylt-Reihe von der lieben Alexandra Flint. Und da habe ich auch schon Band 1 gelesen. Das sind wieder Bücher, die unabhängig voneinander lesbar sind. Ich persönlich finde es halt immer besser, sage ich jetzt mal, wenn man erst Band 1 und dann Band 2 liest, weil man einfach so als Newbie in die Geschichte reingeworfen wird und in Band 2 dann plötzlich Charaktere erwähnt werden oder Insider angedeutet werden, die man einfach nur versteht, wenn man den ersten Band gelesen hat. Es ist jetzt nichts Story-Relevantes, aber ich möchte das immer wissen. Ich möchte wissen, warum man an der Stelle lachen soll, zum Beispiel. Aber um was geht es in Band 2? Verloren in den Wellen finden sie sich im Sturm. Elisas Leben ist das reinste Chaos. Nach einem Skandal fliegt sie aus dem Schwimmteam ihrer Uni und ihr Medizinstudium steht auf der Kippe. Kurzerhand flieht sie davor von Australien in ihre einstige Heimat Sylt, wo sie ausgerechnet Jonah Falk begegnet. Der Profikiter stürzt sich selbst beim heftigsten Sturm in die Wellen und hat es auf der Insel nicht gerade den besten Ruf. Doch Elisa wird das Gefühl nicht los, dass hinter Jonas waghalsiger Art mehr steckt. Ich muss sagen, über Kitesurfen habe ich jetzt schon lang nichts gelesen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das in die Geschichte eingearbeitet wird. Am 27. Juli kommt dann der dritte Band der Beautiful Secrets Reihe auf den Markt, der da heißt Wenn wir uns lieben, von der lieben Mia Moreno. Da habe ich tatsächlich Band 1 und 2 noch gar nicht gelesen und ich finde auch, dass die Cover irgendwie sich so ähnlich sehen, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe, welches Band 1, Band 2 oder Band 3 ist. Die sind alle lila, pink-lila, pink, dunkel-lila, hell-lila. Kann auch sein, wenn man die später zusammenlegt, dass das ein Muster ergibt, aber ja. Ich kann euch tatsächlich, wenn ich im Laden davor stehe, nie sagen, welcher Band es tatsächlich ist. Jetzt kommt eben noch der dritte dazu, jetzt wird es noch schwieriger. Jemand muss darüber berichten. Als Journalistin ist es Charlies Pflicht, das dunkle Geheimnis der Villa Berlin zu lüften und darüber zu schreiben. Allerdings stößt sie dabei bald auf ungeahnte Widerstände. Sämtliche Magazine in Deutschland weigern sich, die Geschichte zu drucken. Nur einer fühlt sich der Wahrheit verpflichtet. Phil, der smarte Chefredakteur des größten deutschen Nachrichtenmagazins und zugleich der Mann, der Charlie vor Jahren das Herz gebrochen hat. Mit ihm zusammen muss sie die letzten Puzzleteile zusammensetzen und sich auf ein riskantes Spiel einlassen. Doch wie soll sie ihm jemals wieder vertrauen? Klingt auf jeden Fall nach einer Menge Rätsel und mit Fiebern und mit Rätseln. Könnte also spannend werden. Ebenfalls am 27.07. bringt Everlove ein neues Buch auf den Markt von der lieben Stephanie Santer. An Ocean So Wide ist, glaube ich, der Reihenauftakt der Reihe, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Reihe ist, wo vier Cover quasi ein großes Bild ergeben. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es das ist. Auf jeden Fall gibt es diese Reihe und ich fand das total klasse. Und es war auch was mit eine Meer auf dem Cover. Ihr habt das Cover ja gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt Blödsinn rede, aber ihr dürft mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich mich irre und auch wenn ich recht habe. Als Amy erfährt, dass sie mit dem berühmten Street-Art-Künstler Ezra an einem Artikel für den Valentinstag arbeiten soll, würde sie am liebsten ablehnen. Sie glaubt nicht an die Liebe und Ezra scheint sie vom ersten Moment an zu hassen. Aber nur wenn sie die Story abgibt, darf die engagierte Meeresbiologiestudentin in einem zweiten Artikel über ihr Herzensthema den Schutz der Meere schreiben. Amy ist verzweifelt, zudem fehlt ihr die Inspiration. Doch dann bietet ausgerechnet Ezra seine Unterstützung an und hilft ihr dabei, die Liebe aus völlig neuen Blickwinkeln zu betrachten. Umweltschutz, Schutz der Meere, das ist ja wieder genau meins. Am gleichen Tag wirft der Pieper Verlag gleich zwei Bücher auf den Markt. Das eine heißt Bridge Kingdom, der Schwur der Spionen. Sieht auch schon total düster und rätselhaft aus, mystisch. Es ist auch wieder eine TikTok-Sensation. Da gab es bei den Zeilenspringern gerade die Tage eine Diskussion. Wir haben schon die Bestseller-Sticker. Brauchen wir wirklich auch noch überall einen TikTok-Made-Me-Buy-It-Sticker? Ich glaube nicht. Es ist ja alles super schön, dass die Leute erfolgreich sind, aber ich glaube 90% der Leser ist genervt von diesen ganzen Stickern drauf, also auf den Covern.
Aber zurück zum Buch. Ihr ganzes Leben lang wurde Lara darauf vorbereitet, Aaron, den König der mysteriösen Bridge Kingdom, zu heiraten und auszuspionieren, um ihrem Vater die Geheimnisse des bisher uneinnehmbaren Reiches zu offenbaren. Doch als Lara Aaron näher kennenlernt, beginnt sie alles in Frage zu stellen, was man sie gelehrt hat. Und je näher sie ihrem Ziel, dem Untergang des mächtigen Bridge Kingdom, kommt, desto mehr verliebt sie sich in dessen mysteriösen König. Nun muss sie sich entscheiden, welches Königreich wird sie zerstören und welches Volk retten. Und das zweite Piper-Buch heißt Der Mitternachtspakt und sieht unfassbar schön aus. Ich habe es auch, glaube ich, schon bei der Witchcraft Box oder bei der Bücherbüchse. Ich bin mir gerade unsicher. Irgendwo habe ich es vorbestellt mit einem Sonderfarbschnitt, weil der mir so richtig gut gefallen hat. Der Klapptext klingt aber auch total spannend. Ich habe mir ja angewöhnt, dass ich mir nur noch Bücher in Limited Edition oder Sonderbuchschnitt kaufe, wo ich auf jeden Fall mir sicher sein kann, dass sie mir gefallen oder ich vielleicht auch schon was von dem Autoren oder der Autorin gelesen habe und sagen kann, okay, von der mag ich die Werke. Weil es nimmt momentan einfach Überhand mit diesen Buchschnitten und man kann sie sich einfach nicht alle ins Regal stellen. Es ist so. Beatrice Claiborne wünscht sich nichts mehr, als eine große Magierin zu werden. Doch eigentlich soll sie einen reichen Mann heiraten, um ihre Familie vor dem Ruin zu retten. Das hieße, ihre Magie aufzugeben. Um diesem Schicksal zu entgehen, geht Beatrice einen Pakt mit Nadi, dem Geist des Zufalls, ein, der ihr helfen soll, ein mächtiges Zauberbuch zu erlangen. Dafür darf Nadi einen Abend lang ihren Körper auf einem Ball tanzen, mit ihrem Körper. Kuchen essen und Beatrice ersten Kuss miterleben. Als der Geist sich den gut aussehenden Jante Lavan aussucht, wirbelt das Beatrice Pläne gehörig durcheinander. Im Juli ist es dann auch endlich soweit. Die liebe Emma Scott bringt ein neues Buch auf den Markt und ich weiß, ich habe die vorige Reihe noch nicht gelesen, aber ich bin jedes Mal total hyped, wenn es heißt, es gibt ein neues Emma Scott Buch. Und dieses hier heißt A Whisper Around Your Name und sieht halt auch wieder wie das typische Emma Scott Buch aus oder wie das typische Lux Buch. Aber die sehen momentan irgendwie fast alle gleich aus. Rosa, lila, Aprikot mit dem Schriftzug fertig. Das kann ich mir leider nicht schönreden. Was ich allerdings schön finde und was schön geschrieben ist, ist der Klappentext. Oh, das war jetzt eher schlecht als recht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Seit dem Tod ihrer Mutter zieht Jo mit ihrem Onkel ständig um. Doch diesmal will sie bleiben, denn da ist Even, der aussieht wie der Golden Boy der Schule, aber von allen wie ein Ausgestoßener behandelt wird. Jo, die Schlimmes erlebt hat und eigentlich niemanden an sich heranlässt, fühlt sich magisch zu dem schweigsamen jungen Mann hingezogen. Bei nächtlichen Treffen im Schwimmbad der Stadt kommen sie sich näher. Zwei verletzte Seelen, die sich einander öffnen. Doch dann werden sie durch ein tragisches Ereignis plötzlich getrennt. Und für Jo beginnt erneut eine dunkle Zeit, in der sie sich selbst zu verlieren droht. Als Even nach langer Zeit völlig unerwartet wieder auftaucht, treten sie gemeinsam eine Reise an, die ihr Verderben, aber auch ihre Rettung sein könnten. Erinnert mich vom Klappentext her ein bisschen an ein anderes Lux-Buch, das ich gerade aussortiert habe. Drowning in Stars heißt es, glaube ich. In Stars? Ihr wisst aber vermutlich, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, welches ich meine. Gibt es ja auch um zwei Freunde, die eine schwere Vergangenheit haben und sich dann plötzlich wieder treffen. Ich bin gespannt. Ich habe es tatsächlich diesmal auch vorbestellt, weil es mich sehr, 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 sehr interessiert, wie sie die Geschichte da umsetzt. Im Hause Carlsen gibt es ab dem 28.07. auch endlich den dritten Band der All Our Hidden Gifts-Reihe zu erwerben. Der dritte Band heißt Das Haus der Magie. Ich habe tatsächlich Band 1 und 2 noch nicht gelesen, aber für Urban Fantasy bin ich in der Regel ja immer zu begeistern und ich finde die Cover auch unglaublich schön. Ich muss nur immer über das Wort Mamsell lachen. Da ist wohl ein Charakter, der Mamsell genannt wird und ja, das hat für mich immer so einen abwertenden Touch. Ich bin mal gespannt, wenn ich die Reihe lese, ob es denn auch tatsächlich hier so gemeint ist. Die Mamsell ist zurück. Aber um die rachsüchtige Tarotfigur endgültig zu bannen, muss Maeve mehr über sie erfahren. Also taucht sie immer öfter in die magische Parallelwelt ein, in der die Mamsell existiert. Ausgerechnet in den Gemäuern von Maeves alter Schule. Sie ist eine faszinierend gefährliche Dimension, in vielerlei Hinsicht ein Problem.
Denn erstens gewinnt in der echten Welt die reaktionäre Bridget-Sekte wieder an Macht. Zweitens ist Maeves Clique der Begabten in ganz Irland verstreut. Und drittens wird Maeve langsam, aber sicher und vielleicht unaufhaltsam selbst zur Mamsell. Der 28.07. ist für Carlson anscheinend ein schöner Tag, denn da bringen sie gleich noch ein zweites Buch raus. Das finstere Erbe von Lioness oder Lioness. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist der zweite Band der Lioness-Lioness-Reihe. Ich habe Band 1 tatsächlich auch noch nicht gelesen. Also wir haben hier sehr viele zweite Bände, von denen ich noch Band 1 lesen muss. Aber ihr wisst ja, so many books, so little time. Man muss sich seine Prioritäten setzen. Aber die Reihe habe ich auf meiner Wunschliste und die wird irgendwann hier einziehen und irgendwann lese ich sie. Das sage ich jetzt hier vor laufender Kamera. Das wird so sein. Entscheidet sie sich für die Krone oder die Liebe? Lioness kann endlich aufatmen, seit Sarah und ihre Gefährten die Insel vor dem Untergang bewahrt haben. Inmitten all der Veränderungen kämpft Sarah allerdings noch mit ihren schwerwiegenden Verpflichtungen und wächst mit Hilfe von Care und deren gemeinsamen Zeitreisen langsam in ihre neue Rolle hinein. Derweil braut sich jedoch etwas völlig anderes über ihn zusammen. Die lang verschollen geglaubten Drachen tauchen auf und nun droht Lioness eine weitaus größere und extrem heimtückisch getarnte Gefahr, als Sarah und ihre Freunde sich jemals vorstellen konnten. Ein Krieg steht bevor und auch Care birgt ein folgenschweres Geheimnis. Die nächsten Bücher auf der Liste erscheinen ebenfalls alle am 28.07. Deshalb werde ich das bei den nächsten jetzt nicht mehr erwähnen, denn auch der Lux Verlag liebt anscheinend diesen Tag. An dem Tag erscheint nämlich unter anderem Denn ohne Liebe werden wir zerbrechen von der lieben Brittany C. Cherry. Und da freue ich mich auch schon drauf. Band 1 liegt tatsächlich schon hier. Ich habe den hier eigentlich auch vorbestellen wollen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich wollte sie nämlich in einem Rutsch lesen. Mache das dann aber ganz oft so, dass ich Band 1 schon zum Release von Band 1 kaufe, eben um die Autorin da ein bisschen besser zu unterstützen. Und jetzt erzähle ich euch, um was es in Band 2, was ganz auch anders sein, geht. Als ich den Job als Köchin auf dem Luxusanwesen von Rockstar Oliver Smith ergattere, kann ich mein Glück kaum fassen. Schließlich ist es seine Musik gewesen, die mich durch die dunkelsten Tage meines Lebens gebracht hat. Umso mehr tut es weh, mit anzusehen, dass Oliver eigentlich viel mehr braucht als nur eine Köchin. Seit dem Tod seines Zwillingsbruders hat er nicht nur seine Leidenschaft aufgegeben, sondern auch sich selbst. Doch ich weiß, dass Oliver nicht verloren ist. Ich weiß, dass unter all seinem Schmerz eine tiefe und einzigartige Seele schlummert. Und ich werde ihn nicht aufgeben, auch wenn ich mein eigenes Glück gefährden könnte. Dann bringt der One Verlag ein wundervolles Buch heraus. The Stars We Reach, Emerald Bay, Band 1. Alle Bücher, die irgendwas mit Bay beinhalten, sind genau meins. Ich weiß nicht warum, ich mag dieses Wort, weil ich auch immer denke, es geht um irgendwas am Meer, am Strand. I don't know. Aber ich mag auch alle Städte, die so heißen. Das war bei Life is Strange, Acadia Bay. Ich habe diesen Ort geliebt, einfach nur wegen diesem Bay. Und ich habe gesagt, irgendwann schreibe ich ein Buch, in dem auch die Stadt irgendwas mit Bay heißt. Das sind so kleine Dinge, so kleine Zwänge, die man einfach hat und mir gefällt es einfach total gut. Aber ich fange schon wieder an, off-topic zu quatschen und auszuschweifen. Ich erzähle euch jetzt, um was es in dem Buch geht. Und ich fuchtel die ganze Zeit mit meiner Hand rum. Es tut mir leid. Nachdem Ivy ihren Freund Leon beim Fremdknutschen erwischt hat, will sie nur noch eins. Keine Kerle mehr in ihrem Leben. Sie packt die Koffer und erfüllt sich endlich ihren Traum, Australien zu bereisen. Schließlich landet sie an einem kleinen Küstenort, Emerald Bay, der sie sofort verzaubert. Hier will sie auf einer Farm aushelfen und ihr Leben neu sortieren. Sie hat jedoch nicht damit gerechnet, dass ihre Mitbewohnerin Taylor in Wahrheit ein verdammt gut aussehender Typ ist. Taylor renoviert das Haus am Meer, in das nun auch Ivy einzieht. Ihre Begeisterung hält sich in Grenzen, doch nach und nach schleicht sich Taylor dennoch in ihr Herz. Aber ist Ivy überhaupt für eine neue Liebe bereit? Liebe alles daran. Auch Maya Hutches darf sich über ein neues Buch auf dem Markt freuen. The Time I Stayed With You heißt es und ist Lux typisch auch wieder rosa, Aprikot, pink, blau
angehaucht mit einer schönen Schrift und fertig. Das von Brittany C. Cherry tatsächlich nämlich auch. Also dass Lux da einen Coverdesigner oder eine Coverdesignerin hat, die die Farben anscheinend gerne mag, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber ich muss sagen, es hat einfach Wiedererkennungswert. Man erkennt den Verlag direkt, wie zum Beispiel jetzt auch Moon Notes mit diesen hässlichen grellpinken Covern oder grellbunten Covern. Nachdem Bay in einer Nacht vor 6 Jahren aus dem Bett und dem Leben ihrer ersten großen Liebe der verschwunden ist, kann dieser sie immer noch nicht vergessen. Er versteht, weshalb Bay nicht mehr bei ihm bleiben konnte. Zu tief sind die Wunden, die Dares Verhalten in der Vergangenheit auf Bays Seele hinterlassen hat. Doch er glaubt fest daran, dass sie gemeinsam ihre gebrochenen Herzen heilen können und dass er nur mit Bay die Chance auf eine glückliche Zukunft hat. Da greift das Schicksal erneut ein und lässt die beiden wieder aufeinandertreffen. Aber werden Bay und Dare diesmal den Mut haben, für ihr Happy End zu kämpfen? Und last but not least kommt endlich das neue Buch von Ava Reed auf den Markt. Als Saarländer muss man da ein bisschen zusammenhalten und sich supporten. Sie ist ja auch hier aus Saarbrücken und ich finde ihre Bücher auch einfach total schön. Das Buch hätte oder die ganze Reihe hätte auch schon viel früher auf den Markt kommen sollen. Da gab es privat ein paar, ich will es jetzt nicht sagen Schicksalsschläge, aber ein paar Komplikationen scheinbar, wenn ich Instagram so Glauben schenken darf. Aber jetzt geht's weiter mit der Reihe und das ist jetzt Band 3, der da heißt Tough Choices. Das ist die Whitestone Hospital Reihe und jeder sagt, es ist so ein bisschen Grey's Anatomy Style, Grey's Anatomy Vibes. Und das kann ich zu Band 1 tatsächlich auch sagen. Band 2 habe ich noch gar nicht hier. Und das hier ist eben jetzt Band 3. Maisie Jones trägt jeden Tag eine andere Brille, liebt gute Krimis und ihren Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital, den sie auf keinen Fall verlieren will. Nicht wegen ihres Asthmas und erst recht nicht wegen Grant Masterson oder Masterson. Dem Krankenpfleger, der jedes Mal lächelt, wenn er sie sieht und ihr Herz dabei ein bisschen schneller schlagen lässt. Maisie hat nie groß über die Liebe nachgedacht bis jetzt und als sie beschließt, sie endlich zuzulassen, könnte es zu spät sein. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für das Neuzugänge-Video und das ist auf jeden Fall ein Buch, das auf meine Wunschliste muss oder es vielleicht sogar schon ist. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Aber ja, das waren alle Bücher, die im Juli erscheinen, die für mich attraktiv und anziehend klingen. Ihr dürft jetzt gerne mal in den Kommentaren noch weitere Bücher nennen, die euch zum Beispiel interessieren oder mir verraten, welche der genannten Bücher euch ansprechen würden. Ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Fühlt euch geküsst, habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!